Ja, herzlich willkommen Jungs zum weiteren Video. Wir sehen hier gerade Food Champions Belohnungen, die habe ich hier aufgemacht. Ich habe hier den Account eines Kumpels von mir offen. Ich habe live gestreamt am Wochenende, habe am Samstag, ich glaube so 30 Spiele oder so gemacht. Alles im Livestream mit diesem Account und ich habe 37 Siege geholt und habe damit, jetzt kommt's, in der letzten Woche der Food Champions 2017 Ära tatsächlich doch noch einmal den Top 1, also eine Top 100 Platzierung geschafft. Also was heißt noch einmal, das allererste Mal, aber halt nicht mit meinem Account, aber trotzdem das erste Mal Top 100 gepackt. Das heißt, wir machen jetzt wirklich das erste Mal Top 100 Packs auf. Das war hier die Monatsbelohnung, beziehungsweise hier, ja, das ist ja Elite 1, hier ein paar Trikots, ist ja nicht so wichtig, das ist bloß die Monatsbelohnung, aber Platz 96 in der Weekend League. Wahnsinn, Top 100, also wirklich, freut mich wirklich krass. Top 100 Best of Unity Set und 200 K-Sets, 125 K Münzen, das ist ja alles wunderbar, schön und gut. Das heißt, jetzt schauen wir uns gleich mal, ja gut, das braucht natürlich wieder keiner, die Trikots, bla bla bla. Jetzt machen wir wieder die schöne Monatsbelohnungen auf, es gibt gute Sachen zu ziehen, auch wenn es natürlich keinen mehr juckt eigentlich, weil die FIFA 17 sowieso so gut wie rum ist, so gut wie tot ist. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, was hier rauskommt, wunderbar, 200 K-Sets und die zwei Tots-Sets oder was das dann sind. Beziehungsweise Tots müsste es sein von Juni, genau. Also 100k-Set, kommt nur Schrott raus, leider. Alles klar. Alles in Verein, kann man nichts mehr viel mit anfangen. Das heißt, das zweite 100k-Set gleich aufmachen. Normalerweise ist da auch nichts drin. Da und die 100k-Sets sind nämlich immer bloß am Anfang vom Jahr recht gut, weil man damit echt gute Spiele machen kann. Und sie, oder beziehungsweise auch gute Spieler, Goldspieler ziehen kann, die man dann ins Team einbauen kann. Aber allerdings am Ende vom Jahr, am Ende des Jahres ist das eigentlich relativ. Ja, gut, ja, braucht man es nicht. Das heißt, die Interessanten kommen natürlich jetzt. So, das bedeutet, ja, gut, das machen wir noch schnell weg hier. Also hier schnell abstoßen und wir fangen an mit dem Monatsbelohnung. Monatsbelohnung gab auch 20 Elite 1, da könnten auch noch ein paar coole Sachen rauskommen. Kein Walkout, das ist ein bisschen komisch. Das ist komisch, da gab viele Sachen. Das ist Company. Also mit 20 Tots vom Monat Juni oder was das war, keine Ahnung. Das ist, ne, halt Quatsch. Ich glaube, oder was jetzt Juni, weiß ich jetzt nicht mehr. Also das ist schon ein bisschen schwach. Das ist ein bisschen arschwach. Cole, oh Gott, Gomez, Schweinsteiger. Da kannst du ja mal keine. Also gut, ich meine, man kann sie ja eh nicht mehr gebrauchen, ne? Ich meine, man würde sich jetzt wahrscheinlich mehr aufregen, wenn man jetzt Ronaldo ziehen würde oder irgendwas, was es gut gäbe. Aber das ist schon ein bisschen schwach. Also gut, schauen wir mal, ob in der Top 100 Belohnung was Besseres rauskommt. Was ein bisschen mehr wert ist, auch wenn es ja natürlich scheißegal ist. So, und ab ins Top 100 Best of Uniset. Das ist die Top 100 Platzierung. Das erste Mal, wirklich, erste Mal Top 100. Ziehen wir hier, machen wir gleich auf. 11. Tots und es ist auch ein Walkout. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Was ist das? Was ist das? Oha, Hamschick. Das ist Hamschick. Was ist stärker, der 94 oder so? Ich kann mich verschätzen. 94, genau. Jetzt schauen wir mal, da könnte noch was Gutes dabei kommen. Hamschick neben Lema. Oh je, oh je, oh je. Ramsey. Oh Gott, oh Gott. Also gut, der einzige, der gut dabei ist, ist Ramsey. Hamschick. Der Rest ist. Ja gut, kannst fast abschließen. Lema ist jetzt nochmal nicht schlecht, aber gut. Kann man wenigstens ein paar Münzen mitmachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen der letzten Pack-Openings, das letzte Mal Food Champions 2017, das letzte Mal, beziehungsweise auch gleich das erste Mal Top 100 Packs aufgemacht. Dankeschön, dass ihr dabei wart, Jungs, im letzten FIFA 17 Ultimate Pack-Opening-Video. Haut rein.